Chris, wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Ja, gestern angekommen. War natürlich ein langer Reisetag. Aber das ist jetzt wir jetzt. Wie waren die letzten Wochen? Ja, unfassbar. Einzigartig, glaube ich, das richtige Wort. Also, es war ein sehr, sehr langer Sommer. Die ganzen 6 Wochen, 7 Wochen, die wir jetzt mit dem Team verbracht haben, waren einfach unglaublich schön. Erfahrungen gemacht, die ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Mit Bronze gekrönt. Ja, Höhen und Tiefen erlebt. Ja, das war schon unbeschreiblich. Also, das war ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Sommer. Wenn du sagst, Höhen und Tiefen erlebt, was waren eventuell Tiefen? Ja, die Tiefen waren auf jeden Fall die Niederlage dann im Halbfinale. Das war, glaube ich, ein Spiel, was ich dachte, dass wir gewinnen. Ich glaube, wir waren plus 10 im 4. Viertel, haben es dann nochmal verloren. Das war einfach unglaublich bitter. Da war die Enttäuschung schon sehr, sehr groß. Höhen war natürlich dann Spiel 3, die Bronze wieder um den Hals zu haben. Aber auch das Spiel gegen Litauen zum Beispiel, eine doppelte Verlängerung in Köln, ausverkaufte Halle mit 18.000 Leuten. Das war schon ja, sehr, sehr verrückt. Wusstest du im Vorfeld, was auf dich zukommt oder was auch nicht? Also sprich, geringere Spielzeit, Mann 11, 12, wie auch immer. Also das, was tatsächlich in der Öffentlichkeit ja auch so ein bisschen thematisiert wurde. Warum lässt ihr den Senkfelder nicht häufiger spielen? Also was in der Öffentlichkeit thematisiert wurde, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich war mir schon, ich sag mal, darüber im Klaren, dass halt der Konkurrenzkampf auf diesen Positionen sehr, sehr groß ist. Aber ich bin einfach ja, uneinvorgenommen da reingegangen. Hab mein Bestes gegeben und im Endeffekt entscheidet dann der Coach, ob er wer spielt oder nicht. Wie wichtig war es trotzdem, dieses Spiel gegen Ungarn für dich? Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist auch ein Moment, den ich, deshalb gehört auch zu diesen Höhen, auf jeden Fall, den ich nicht vergessen werde. Tat einfach gut auch zur Zeit, dass ich auf dem Level spielen kann. Wie präsent war während der ganzen Zeit trotzdem der Verein? Warst du im Austausch mit Coach? Ja, ich habe vorhin mit Arno und Stefan viel gesprochen, aber mit Coach auch telefoniert. Wir haben uns halt verfolgt, was hier so alles passiert ist. War ja auch, ich sag mal, was mit Höhen und Tiefen, mit vielen Verletzungen, die geprägt worden sind. Ein paar gute Spiele, ein paar gute, ja, auch Halbzeiten in Spielen, zum Beispiel gegen Monaco oder solche Sachen. Das habe ich dann schon mitbekommen. Und wie gesagt, jetzt bin ich einfach froh, dass ich wieder hier sein darf. Wie wichtig ist jetzt diese Woche? Ja, ich glaube, enorm prägend. Wir hatten letztes Jahr schon mal eine ähnliche Situation. Wir wollen halt diese Quali schaffen, weil wir Champions League spielen wollen. Und ist natürlich eine schwierige Situation, dass du am Anfang der Saison als erstes wirkliches Saisonspiel im Prinzip ein so wichtiges Spiel hast. Du hast im Prinzip, kannst dir keine Fehler erlauben. Wir brauchen jetzt zwei Siege aus 2 Spielen. Aber die Zuversicht? Ist groß. Ich glaube, wir haben einen guten Kader, wir sind tief aufgesetzt. Was ich jetzt in den ersten 24 Stunden sagen kann, ist, haben wir auch sehr, sehr gute Jungs, die schon gut miteinander klarkommen. Ich versuche mich da jetzt leicht zu integrieren und dann bin ich ready. Dann sind wir ready. Cool.